Bist du dir da absolut sicher? Diese Kreaturen haben die Sicherheitskräfte der Kolonie in weniger als einer Woche ausgelöscht. Wir haben es hier offensichtlich mit weit mehr als nur wilden Tieren zu tun. Alles klar. Bring uns rein, Bucket. Was könnte das gewesen sein? Offensichtlich die Dinge, die wir töten sollten. Ich habe gerade mit der Kommandeurin der Kolonie gesprochen. Das hier kann man nicht mehr als Tierproblem bezeichnen. Wir sind ab jetzt ein Rettungsteam. Macht euch fertig. Wir gehen rein in 5. Schließ dich uns an. Bereise die Galaxie. Du hast lastig durch einen Fleischwolf drehen in unserem Anwerbungsgespräch vergessen, Boss. Da unten sind viele Leute, ey. Und sie werden ohne unsere Hilfe sterben. Bucket, hast du eine Idee, was das für Kreaturen sind? Das weiß wohl keiner. In den Aufzeichnungen der Kolonie steht unbekannte Megafauna, hochintelligent, aggressiv, extrem schnelles Wachstum, schnelle Reproduktionsrate und enormer Hunger. Wahrscheinlich nicht heimisch auf... Monster. Wir jagen Monster. Was, die ganze Kolonie retten? Etwa alle retten? Ich hoffe, die Leute sind Enttäuschungen gewohnt. Derzeit sind sie gewohnt, gefressen zu werden. Wir werden ihren Rückzug sichern. Bringt so viele da raus wie nur möglich. Okay, für mich. Wollte schon immer einen verzweifelten Rückzug gegen eine Übermacht anführen. Es ist vielleicht aussichtslos, aber absolut nichts ist unmöglich. Wie viel Zeit haben wir? Die letzte Evakuierung startet in 5 Tagen. Jeder Mann im Shuttle ist ein Sieg für uns. 5 Tage voller Kämpfe und Ruhe. Markov hält das hier für einen Urlaub. 5 Tage rumballern? Gesichter wegschmelzen? Das ist doch kein Urlaub. Das ist ein beschissenes Paradies. Hallo meine Krimming-Freunde und willkommen zur ersten Folge Evolve. Ich habe mir das Spiel mal angeschaut, Trailer angeschaut, fand es ziemlich nice. Also habe ich mir kurzerhand gedacht, ich kaufe mir das Game auch mal. Mal gucken, was denn für ein Potenzial das Game hat. Wie ihr hier schon sehen könnt, kann man schon ein paar Perks einstellen, weil ich habe das Monster bevorzugt gewählt. Finde ich ein bisschen besser, weil ich eh keine Kollegen hatte, die gerade mit mir zocken. Habe ich Schmetterangriff auf Stufe 2 gemacht, Feueratem auf Stufe 1 und den Rest natürlich nicht ausgewählt. Man kann 4 verschiedene Sachen wählen. Hier bei dem Goliath konntest du wählen Feueratem, Schmetterangriff, Rammen oder Felswurf. Hast du eine Fähigkeit natürlich nicht angewählt. Ist ja auch nicht aktiv und man kann es auch nicht auswählen im Kampf erstmal. Aber wenn der Goliath natürlich höhere Phasen erreicht, kann man den natürlich dann auch auswählen. Aber dazu gleich anderes. So, wir spielen einen Modus, der heißt Jagd. Und zwar, wenn du das Monster bist, bist du der Gejagte. Wenn du die Hunter bist, bist natürlich die Hunter und jagst natürlich das Monster. Das Monster startet ein bisschen früher als die Hunter selber. Ich glaube, du hast ungefähr ca. 10 bis 15 Sekunden Zeit, dich von dem quasi Respawn der Hunter zu entfernen. Wäre sinnvoll, weil sonst ist das Match, denke ich mal, ziemlich schnell vorbei. Weil in Phase 1 vom Monster hast du keine großen Chancen. So, was schwätze ich da von irgendwelchen Phasen? Phasen sind, es gibt 3 Phasen von dem jeden Monster. Es gibt 3 Monster. Ich sag gleich auch, welches alles gibt. Man muss fressen, um quasi einen blauen Kreis, der sich dann auffüllt. Je mehr man frisst, desto blauer wird er. Ist er voll, kann man natürlich entwickeln drücken. Dann erreicht man Phase 2. Hat man die erreicht, ist das Monster ein bisschen größer, ein bisschen stärker und man kann natürlich neue Perks auswählen. Es sind dann 3 Punkte zu vergeben. Ja, dann kannst du natürlich aussuchen, nimmst du neu dazu oder vervollständigst du die eigenen Perks, die du gerade am Anfang, wie ihr gesehen konntet, ausgewählt habt. Das werdet ihr gleich bei mir sehen. So, natürlich kann man hier auch schleichen, wenn man Kreis drückt, was ich hoffe, ich natürlich gleich tun werde. Und einen Schleichangriff kann man auch starten, aber den habe ich natürlich jetzt nicht gewählt. Ich habe natürlich die Frontalattacke ohne Schleichen gewählt. So, da müsst ihr fressen. L2 gedrückt halten ist auch das gleiche wie beim Klettern. Der Goliath, angeblich ein Kletterexperte. Deshalb konnte man am Anfang auch auswählen, Klettergeschwindigkeit um 20% oder 15% erhöht. Irgend sowas um den Dreh. Je höher das Monster auf dem Level kommt, jetzt hört nämlich das Komplizierte dran, kriegt man noch einzelne Fähigkeiten dazu. Das heißt,
den Goliath an sich kannst du noch leveln. Das heißt, er kriegt höhere Level. Ich glaube, es gibt bis Level 15 oder sowas. Hat er die erreicht, kommen auch andere Sachen, Fähigkeiten noch dazu. Aber diese, mit den einzelnen Phasen, die wir hier im Spiel erreichen können, 1, 2 oder 3, die speichert das Spiel natürlich nicht. Man fängt mit Phase 1 an. Aber hier, das Monster natürlich auch gelevelt ist, denke ich mal, müssen auch die Attacken stärker sein. Das habe ich noch nicht genau herausgefunden, aber ich weiß, es gibt Zusatzfähigkeiten, die man am Anfang wählen kann. Sowas wie Schaden erhöht sich um 7%, Verteidigung erhöht sich um 7%, Fressgeschwindigkeit erhöht sich um 12% oder sowas. Schleichangriff erhöht sich, Geruchssinn erhöht sich um 30 Meter mehr oder die Reichweite ist 30 Meter mehr, ja. Wie ihr sehen könnt, die Hand haben mich schon ziemlich schnell gefunden, weil ich halt nicht so leise bin. Kurzerhand ergriff ich natürlich die Flucht, wie ihr sehen könnt. Mit dem Springen konntest du ein bisschen mehr Meter machen als sonst. Weil wenn ich jetzt nur langsam davor dackel, können sie mich auch fesseln. Das heißt, die haben so eine Art Harpunenter-Haken, weiß ich, wie das Vieh heißt. Dann bin ich halt an der Stelle ein bisschen gebunden und die können ich auch verlangsamen mit Betäubungsfallen. Kämen halt nicht so cremig. So, wie ihr sehen könnt, schleiche ich wieder ein bisschen. Weil du hinterlässt auch Fußspuren und die haben halt auch so einen Perk, der heißt Desi und Desi kann ich halt auch aufspüren und schnüffelt wie ein richtiger Hund nach Fußspuren. Das Grüne, was ihr gerade gesehen habt, was geleuchtet habt, das sind meine Fußspuren. Wenn ich schleiche, hinterlasse ich keine Fußspuren. Das heißt, ihr könnt den Gegner auch natürlich verwirren, indem ihr in eine Richtung läuft, drückt schnell schleichen, versucht schnellstmöglich in die andere Richtung zu laufen, um natürlich dann eine falsche Route preiszugeben. Kann meistens funktionieren, aber funktioniert nicht immer. Je nachdem, ihr wisst ja nicht, wie der Gegner spielt. Sind ja keine Computer. Gibt auch Einzelspielermodus. Da sind dann Bots, die kannst du, glaube ich, eher verarschen, als hier irgendwelche anderen Leute, die online zocken. So, das war natürlich immer ein Schleichangriff. Ihr seht, diese blaue Anzeige unten, die immer eingeblendet wird, erhöht sich. Ich dachte immer, das wäre auch oben die Anzeige. Ich habe mir schon gedacht, damals, ja, jetzt muss man sich entwickeln. Nein, das da oben ist deine Ausdaueranzeige. Wusste ich auch nicht. Wenn man nur Bescheid weiß. So, dieses blaue Kraftfeld, was ihr seht, das hat der Gegner erzeugt. Und zwar ist das auch eine Fähigkeit von diesem Trapper, glaube ich. Also das gibt, glaube ich, einmal einen, der für die Verteidigung zuständig ist, einen, der angreift, einen, der quasi für die Heilung zuständig ist und ein anderer, und der für die Heilung, glaube ich, auch zuständig ist, der macht auch die Fallen. Ne, der Trapper ist halt nur für die Fallen. Also es gibt Medi, einen Asylt, einen Trapper, und halt quasi der Hunter, der dann halt schießt. Ja, mit Jäger kenne ich mich nicht so aus, weil ich fand das mit dem Monster halt viel interessanter. Das ist halt ein bisschen mehr Herausforderung, nach meines Erachtens. Weil hast ein gutes Teamplay, dann machst du das Monster, denke ich mal, ziemlich schnell das. Das Monster kann auch eine Elite-Stufe erreichen. Die kriegst du dann, wenn du die einzelnen Fähigkeiten wie Rammenschmetterangriff auf Stern 3 hast. Glaube ich, so war das, was ich richtig gelesen habe. So, jetzt können wir auch entwickeln drücken. Natürlich L2, R2 und schon dauert das Ganze ein bisschen. Achtet aber darauf, dass kein Gegner in der Nähe ist. Ist nämlich ein Gegner in der Nähe, können sie euch ungeachtet einfach attackieren. So, hier die Punktevergabe. Ich habe Feueratem auf 3 und habe nochmal Rammen dazu getan. Entwicklung läuft ein bisschen und schon hinter mir ist auch der Gegner und attackiert mich gerade. Wie ihr sehen könnt, braucht halt ein bisschen. Und dann ist auch schon diese Barriere, dieser Käfig, wie ihr sehen könnt, ist nicht viel Platz. Das heißt, sind die auf jeden Fall überlegen, habe ich verloren. Ich natürlich alles gegeben, nicht taktisch vorgegangen, einfach mal ein bisschen rumgebrutzelt, hab mir gedacht, Hunter am Spieß, das schmeckt lecker. Mit Schmettangriff, finde ich, dann kannst du halt auch immer gut ausweichen, weil wenn sie geradeaus auf dich schießen, gehst hoch, bist mit ein paar Schüssen ausgewichen und springst natürlich nach unten ziemlich schnell, macht's auch zack, puff, peng. Im Sprung, was ich später erst erfahren habe, jetzt noch nicht in dieser Runde, du kannst dann, wenn du zu denen springst, kannst du auch einfach mal welche Taste ist das? R2 bei der PS4 drücken und dann attackierst du ihn so ähnlich wie beim Schmetterangriff. Dann machst du halt auch ein bisschen Damage und haut auch noch von oben drauf. Ist zwar nicht der Schmetterangriff, aber sowas ähnliches. Gibt auch gut Feuer. Gut, jetzt ist das Energiefeld halt aufgelöst von dieser Barriere und ich flüchte. Und unten links könnt ihr sehen, Schmetter können 25%. Ich mir erst gedacht, was? Ich dachte doch, ich hätte gerade eben das schon auf Stufe 2. Gut, dass da unten ist, man kann die einzelnen Attacken nochmal so leveln, dass halt gespeichert wird. Ist ein Schmetterkönnen auf Prozent 100, kommt, ich sag mal, Sternchen 2, geht bis 3 Sternchen, das wird gespeichert, aber es wird natürlich nicht gespeichert, wenn ein neues Spiel beginnst, welche Phase dein Monster hat und wie viele Punkte du vergeben hast. Die Punktvergabe erhöht einfach nur die Damage des jeweiligen Perks.
So, oben links haben wir natürlich auch noch eine andere Anzeige, wo ich mir gedacht habe, erledige sie, da läuft eine Zeit runter. Ich dachte, gut, wenn die Zeit runterläuft, erstmal dann das Spiel vorbei, dann habe ich verloren. Was natürlich irgendwie für mich dann irgendwie unsinnig war. Das oben ist einfach die Respawn-Zeit. Das heißt, ich habe zwei oder einen Gegner schon getötet. Bin mir jetzt nicht sicher, die wirklich dann down waren. Man kann sie auch wiederbeleben, aber nur zweimal. Bist du tot, dann musst du halt warten, bis du gerespawnt bist. Und das ist die Zeit, da oben die runterläuft. Kommst wieder am normalen Respawn-Punkt. Ja, ihr könnt sehen, ich hinterlasse natürlich ziemlich viele Fußspuren, weil ich halt keine Ahnung hatte, was die Zeit zu heißen hat. Aber gut, kurzerhand natürlich noch ein paar Leute attackiert, was auch gut funktioniert hat. Ich glaube, die haben die Respawn, das haben sie glaube ich geschafft, ich glaube, die waren dann wieder alle aktiv. Gut, ach genau, die einzelnen Perks, das müsst ihr auch wissen, die haben, je nachdem was für ein Perks ist, die haben eine gewisse Aufladezeit. Ich glaube, je höher das Monster auch gelevelt ist, desto ein bisschen schneller geht es. Nicht 100%ig sicher. Auf die Aussage würde ich mich nicht verlassen, weil es gibt auch eine Fähigkeit, da steht dann glaube ich, Fähigkeiten regenerieren 5% schneller. Und da könnt ihr sehen, Feueratemkönner 25%. Jetzt könnte ich die Phase 3 erreichen, hätte ich die erreicht, könnte ich ein Stromrelais zerstören. Wenn du immer das in dem Modus Jagd spielst, gibt es auch ein Stromrelais, das kannst du nur zerstören, wenn du auf Phase 3 bist. Bis auf Phase 3 haben die Hunter auch echt wenig Chance sowieso gegen dich. Ne? Da ist man schon echt extrem stark. Ich wollte mich entwickeln, was aber leider nicht funktioniert hat. Aber es ist auch okay. So, 0-2, nee, 0 und schon sind sie gerespawnt, die Gegner. Jetzt habe ich wieder das Ganze von neuem. Einmal gegen alle Gegner. Ist halt doof gelaufen. Aber okay, hätte ich die ein oder die zwei geschafft, hätte ich das Match da gewonnen. Sofort schon. Ob es bei den Huntern auch irgendwelche Perks gibt, habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Ich habe mich höchstens mit dem Monster auseinandergesetzt. Ich weiß, dass es zum Beispiel noch den Kraken und den Geist gibt. Den kriegst du halt nur, wenn du das jeweilige Können von dem Goliath auf Sternchen 1 hast, kriegst du einen Kraken. Beim Kraken auf Sternchen 1 die ganzen Fähigkeiten, kriegst du den Geist. Und den Geist finde ich halt am besten. Den habe ich auch schon freigeschaltet. Da gibt es aber irgendwann ein anderes Video. So, vom Live-Commentary gibt es jetzt gleich einen kleinen Ausschnitt, den ich ziemlich nice finde. Deshalb lasse ich euch mal die kurze Zeit hier und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bam! Junge! Das geil. Erste Runde gewonnen, Jungs. Yes! Huh! Alter Falter, mein Herz. Geiles Ding. Das Spiel gefällt mir. Heuerei. So, Jungs, nachdem ich mal richtig ins Headset geschrien habe, ins Mikro, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war irgendwie anstrengend. Geile Sache. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage bis zur nächsten Folge. Macht es gut.